Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein weiteres Thema des Intensivmedizin-Repetitoriums heute für Sie. Es ist wieder mal so ein bisschen abseits von so dem richtigen am Bett stehen, sondern wir wollen uns heute beschäftigen mit Dingen, mit denen Sie wahrscheinlich auf der Intensivstation ständig zu tun haben, aber die nur mittelbar was mit der direkten Patientenbehandlung zu tun haben, aber wenn man den Patienten als Ganzes sieht, natürlich tief eingreift. Heute soll es gehen um Patientenverfügung und natürlich auch noch so ein bisschen um Vorsorgevollmacht und Betreuung. Patientenverfügung reindenken, müssen, glaube ich, wir erstmal ganz kurz klären, was eigentlich Ärzte und Ärzte dürfen hinsichtlich ihrer ärztlichen Entscheidung keine Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen. Na? In einem kommerzialisierten Gesundheitswesen, so wie ich das heute sehe, ist das ein sehr wichtiger Satz. Sie widersprechen Ihrer eigenen Berufsordnung. Das dürfen Sie nicht. Das ist Berufsrecht. Das ist verfolgbar. Das ist einklagbar. Wenn das jetzt dann also so ist, dann haben wir es jetzt mit Patienten zu tun. Steigen wir ein. Dann haben Sie Fragen zu beantworten und mit ihnen in eine Diskussion einzusteigen. Sie als Arzt. Mir geht es also darum, wer soll mich vertreten? Das kann man machen in Form einer Vorsorgevollmacht oder in Form einer Betreuungssatz, der uns zum Nachdenken anregen sollte. Zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehend. Das heißt also, eine Patientenverfügung ist also ein Papier, was erstellt wird, für die Zukunft etwas, bevor ich überhaupt das Gespräch beginne und mir über den Patientenwillen Gedanken machen soll, darf, muss, steht erstmal, dass wir als Ärztinnen und Ärzte prüfen müssen, ob es überhaupt eine Indikation gibt. Klammer auf. Gibt es keine Indikation, ist alles andere hin. Im zweiten Absatz, in dem hier, wird quasi der erste umgedreht. Und der sagt eigentlich, dass weder die Einwilligung in ein solches Verfahren noch die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung ist statthaft, ohne das Gericht anzurufen. Hier ist quasi festgeschrieben, dass das Betreuungsgericht aufs Tapet muss, in dem Moment, wo es um die Wurst geht. Wie stellt man die nun ganz ehrlich? Das ist eine wunderbare Broschüre, wird auch aktualisiert, hier von der erneut vom Bundesministerium für Justiz. Hier unten sehen Sie auch den Link, der da hinkommt. Die kann man sich downloaden. Die ist ausgesprochen lesenswert. Und da drin sind Textbausteine. Und die Textbausteine, davon stelle ich Ihnen mal so ein bisschen was vor, damit Sie so einen Eindruck davon bekommen, wie detailliert heutzutage mittlerweile solche Patientenverfügungen zu sein. Also, jetzt werden exemplarische Situationen geschildert, für die Verfügung sollen wird. Die ersten beiden kennen Sie. Das ist die Wahrscheinlichkeit unabwendbar im Sterbeprozess, unheilbar tödlich verlaufende Krankheit, selbst wenn der Todesfall noch nicht absehbar ist. Interessant finde ich, und das ist für uns doch immer wieder mal wichtig, ist zum Beispiel die hier, die infolge einer Gehirnschädigung Einsicht zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen.